Hallo ihr Lieben, in dieser neuen Folge geht es darum, wie ihr Saatgut gewinnen könnt und ich zeige euch das am Beispiel Salat. Einiges bei mir am Blühen, da kann ich direkt beigehen, Saatgut ernten und alles was ihr dafür braucht, ist ein Behältnis, ist ziemlich klein, aber ich mache das jetzt damit und eine Schere oder irgendwas anderes, wo ihr das abschneiden könnt. Alles andere kommt gleich, also kommt mit. Ich begebe mich jetzt mal zum Beet. Ich habe das Ganze ja auch schon mal mit Rucola gemacht. Saatgut gewinnen am Beispiel Rucola. Wer die Folge verpasst hat, das kann ich oben rechts auch nochmal verlinken. Ja. Und ich bin jetzt auf dem Weg zum Salat. Finde ich eine ganz spannende Geschichte. Da ich jetzt beim Rucola Erfahrungen gesammelt habe, habe ich gemerkt, so schwer ist das gar nicht. Vorher habe ich mir schwerer vorgestellt. Und wir sind jetzt auch schon beim Salat angekommen und ich lege mal los. So sieht der Salat jetzt bei mir aus. Ich habe ihn blühen lassen. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, welche Sorte das ist. Pflücksalat? I don't know. Aber Salat. Auf jeden Fall eine Salatsorte, die ich mag. Das ist das Richtige. Geh mal ein bisschen näher ran, würde ich sagen. So sieht das Ganze von Namen aus. Da werde ich jetzt überall den Samen rausziehen. Und wie genau ich das mache, zeige ich euch jetzt. Das soll in meinem Beispiel auch schon reichen. Mehr brauche ich persönlich nicht. Ich hatte sowieso viel zu viel Salat drin. Meine erste Erfahrung, also ich würde da schon mal so ein bisschen vollhauen wieder, aber ein bisschen gemäßigter als vorher. Okay. Okay, jetzt geht's. Seid ihr fertig mit Schreien? Sorry, habe ich dir die Aufnahme versaut? Der da, hinten da, da. Ja. So, es geht weiter. Ich werde mal jetzt zurück zum Tisch und dann werde ich das alles mal teilen vor euren Augen. Also ich pulle hier eigentlich nur vorne ein bisschen rum und entferne die hier. So, und hier ganz deutlich zu sehen, das Saatgut, was taugt, sieht dann so aus. Ich denke, das könnt ihr erkennen, aber auch wenn ihr es selber macht, werdet ihr merken, was taugt und was nicht. Da bin ich mir sicher. Gut, ich mache mal weiter. Bisschen friemelige Arbeit, aber es lohnt sich. Ihr habt euer eigenes Saatgut geerntet. Hier auch, es fällt alles runter. Aufpassen, dass sie nicht so wegspringen. Das ist mir gerade passiert. Ist eine ganz eindeutige Geschichte. So, jetzt könnt ihr schon ganz klar erkennen, es teilt sich immer mehr und ich mache jetzt mal den Rest. Ich zeige euch das nochmal. Also so sieht das aus. Hier oben sind diese ganzen Flugschirme. In diesem Fall zupfe ich die mal weg, damit ihr es vielleicht besser seht. Und da erkennt ihr dann schon, da geht es auseinander und hier unten packe ich an, drehe ein bisschen und dann fallen die schon alle raus. Zack, das war's. Klar sind jetzt nicht alle in der Schüssel gelandet, im Schälchen, aber so funktioniert's. Hier nochmal. So, noch ein Trick zum Ausdünnen. Das ist jetzt meine Saatausbeute vom, ich schätze mal, Pflücksalat. Der Rest daneben kommt weg.
Ich habe mal reingeguckt, das Saat nicht richtig ausgebildet oder klar, hier liegt auch immer noch was zwischen, ne? Das lässt sich nicht vermeiden. Wenn euch das kratzt, wenn ihr da nicht wollt, dass ich irgendwas wild aussieht oder so, dann seid ihr ein bisschen vorsichtiger als ich. Für mich spielt das gar keine Rolle. Soll Salat wachsen, wo Salat wachsen möchte. Ja, und das hat sich doch gelohnt. Das nehme ich jetzt mit nach Hause und werde das in ein Tütchen füllen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und ihr wisst jetzt mehr Bescheid, wie man Saatgut gewinnt. Für mich, für die Zukunft, etwas, was ich immer machen werde. Muss man sich alles nicht kaufen, sondern kann von dem, was man gesät hat, wieder was ernten, um es wiederzusehen. Also ein Kreislauf. Und ich finde, ein totaler Mehrwert, weil wenn ich überlege, wie wenig Saatgut ich am Anfang habe, wie wenig ich gerade abgeschnitten habe, wie viel da eigentlich noch da ist, was ich ernten könnte, das lohnt sich allemal. Das würde ich euch auch wünschen. Macht das nach, ihr wisst jetzt, wie es geht. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Tschüss, euer Lars.